Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu einem neuen Pack-Opening. Aber es ist eine Challenge. Und zwar werde ich Packs öffnen, durchgehend, bis ich eine Icon ziehe. Ich muss eine Icon ziehen, um aufhören zu dürfen, Packs zu öffnen. Das heißt, es kann sein, dass ich hier den ganzen Tag sitze. Es kann aber auch sein, dass ich nach 10 Packs die Challenge schaffe. Wenn euch diese Challenges gefallen, schreibt einen Daumen nach oben. Nee. Schreibt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar und... scheiß drauf! Schreibt die nächste Challenge in die Kommentare, okay? Das, was die meisten Likes bekommt, das machen wir. Wir gehen jetzt direkt rein. Wir haben gerade 18.30 Uhr. Was heißt das? Wir haben noch eine halbe Stunde lang die Promo-Packs von gestern. Die müssen wir schnell öffnen, weil bei 19 Uhr sind die weg. Und es kommen dann aber hoffentlich neue. Also um die besten Packs zu öffnen, müssen wir jetzt ganz schnell in FIFA reingehen, die Promo-Packs mitnehmen, um 19 Uhr neuen Promo-Packs dann zu öffnen. Für diese Promo-Packs, die jetzt gerade da sind, nämlich nicht verlieren. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Okay, aus 250 FIFA-Points haben wir 36.000 FIFA-Points gemacht. Die werden wir direkt mal nutzen, diese Promo-Packs mitzunehmen. Warum ist es wichtig, dass ich diese Promo-Packs nicht verkacke? Warum warte ich nicht auf die neue Promo? Weil Promo-Packs gibt es nicht so viele. Und ich werde eh durchgehend 7,5K-Packs öffnen. Und die Promo ist ja scheißegal. Es geht ja mir nur darum, eine Icon zu ziehen. Und das kann ich auch in diesen Packs hier. Fang an mit den 25K-Packs. Bitte! Wie lustig wäre das, wenn ich einfach in diesen Packs jetzt schon eine Icon ziehe, Chat? Oder Hero? Und versprochen, ich bleibe auch bis morgen am Stream und ziehen, wenn ich nicht ziehe. Ich muss morgen, also Maxzeit ist 12 Uhr, weil dann muss ich nach Leipzig fahren. Aber bis dahin würde ich streamen. Das heißt, einen ganzen Tag. Anthony. Der wäre letztes Jahr richtig viel wert gewesen, dieses Jahr. Ist ja leider Dünnpfiff. Wie erkennt man halt... Oh! Walkout! Bin ich dumm? Ja, das ist legit. Alice, das war doch kein Walkout. Ey, es ist immer noch, dass dieses Jahr ist, glaube ich, das erste Jahr, wo es fast unmöglich ist, zu erkennen, ob es ein Walkout wird oder nicht. Also gefühlt jeder hat Probleme. Man weiß es nie zu 1.000.000%. Ich frage mich, ob sich das ändert. Weil eigentlich ist nicht mal so uncool, weil es bleibt immer spannend. Es könnte theoretisch ein Martial sein oder ein Mbappé. Einfach eine Icon. Beende das Video. Das soll nur ein 2-Minuten-Video werden. Kein Walkout, Bro! In allen? Chat, in allen? So, zeig her. Oh, Penta. Okay, die Road to the Knockout-Karten sind sehr... Das sind die Live-Karten, oder? Oder sind das noch nicht die Live-Karten, Chat? Ja, stimmt, es sind die Live-Karten. Stimmt, stimmt. Oh, ja, Digga, wusste ich auch. Oh, Penta drinne aus Leipzig. Mein Bill, er hat mir auf Instagram geschrieben. Also, hat jetzt nichts mit der Sache zu tun, aber... Auch wichtig einmal zu erwähnen, ne? Wen haben wir drinnen, der geil aussieht? Luis Diaz sieht geil aus. Kalulu wird eine unfassbar gute Karte sein. De Paul Argentino? Argentino, ich muss sagen, De Paul ist in-game irgendwie immer so ein bisschen Mülltonne, leider. Wisst ihr, was lustig wäre? Wir ziehen einen Haaland in Packs, aber wir dürfen nicht aufhören zu streamen. Warum? Weil er keine Icon oder Hero ist. Obwohl er viel mehr wert wäre als so gefühlt jeder andere Icon oder Hero. Oh mein Gott, aber ein 175k-Pack? Ein 80k-Pack? Ein 45k-Pack? 10.000 Münzen? Okay, viele Packs, viele Packs. Dann gehen wir erstmal in mein Mega-Pack, was ich eh schon hatte. Es gibt keine Lightning Round, leider. Aber wir haben dicke Promo-Packs. Okay, wir ziehen im ersten Pack Krieger. Wir gehen jetzt in die 25k-Packs, die neu rausgekommen sind. Und ab jetzt können wir Event-Spieler ziehen. Road to the Car-Spieler. Oh, wo kommt? Alexander, Alexander. Alexander, Alexander! Und im dritten Pack unser erster Walkie, Walk, 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 Walk. X-Wolfie, danke für den Prime Sub. Hey, Team of the Week. Al-Nassr. Talisca. Talisca, let's go! Let's go, baby. Eigentlich dachte ich Walkout ab 84 Team of the Week. Anscheinend ist das nicht mehr so. Das ist von Talisca, der ist in-game auch eine Granate. Erster Team of the Week, den wir ziehen, der auch mehr wert ist als Abstoß. 25k-Packs weg. Und jetzt kommen wir zu den spannenden Packs. Wir haben 845k-Packs, 81k-Packs und 175k-Packs. Das heißt, von den beiden krassen Packs haben wir leider eigentlich gar nichts. Jeweils nur ein Pack. Deswegen genießen wir die 45k-Packs als Vorbereitung für die zwei Banger. Komm schon. Genießen. Genießen. Wie soll ich das genießen, okay? Wie soll ich eine Katharina Macario genießen? Mensch, wie soll ein Nudelauflauf? Saliba! Genießen! Genießen! Komm, dann gib doch einen Walkout aus dem 45k-Set. Ist doch, sollte doch im Rahmen des Möglichen sein, oder? Oder nicht, EA? Wartet mal, ich probiere was aus.
Hey Leute, ich mache heute einen Test, ob sich Packs, also diese Promo-Packs bei EA lohnen und ob alle Leute aus Deutschland Geld da reinstecken sollen oder nicht. Wir werden das jetzt erfahren, EA. Ich teste jetzt mal random einfach mal ein 45k Promo-Pack und dann werden wir wohl erfahren, ob wir alle unser Geld reinstecken sollten in FIFA oder nicht, EA. Also, ich bin gespannt, ob die Packs sich lohnen und ob man Geld in dieses Spiel reinstecken soll. Mal gucken. Die Taktik hat irgendwie nicht geklappt, Chat. Wenn wir hier in diesen Packs kein Icon oder Hero ziehen, dann werden wir sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Stunden und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass wir bis morgen um 12 Uhr Mittag Packs ziehen müssen. 7,5k Packs. Der Icon oder Hero. Komm schon, ich kann gar nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Ich guck nur halb mit hin. Was war? Hä? Campbell? Was ist das denn? 175.000 Münzen! 175.000 Münzen! 175.000 Münzen! Komm schon! Walkout! Pol! Lewandowski! Hä? Voll früher habe ich auch nie so viel Geld investiert. Son! Kimin-Jai! Kimin-Jai! Auch wenn du wie ne Snitch zu Bayern gewechselt bist, du Snitch! Du Snitch! Die Folge hat nichts gemacht. Oh mein Gott! Nein! Wurde ich adoptiert? Toto, 15k, es hätte Mbappé sein müssen. Aber Double Walkout war schön anzusehen. Oh, und Atelier! Oh mein Gott! Das ist ein 7,5k Set! Das ist ein 7,5k Set! Viele feiern den auch gar nicht. Alfonso! Ja! Endlich! Alfonso Davis! Let's go! Wow, was eine Karte, ein Banger, let's go, Chat! Ah, ich glaube, Walkout. Frankreich? MS? Wer ist das? Ey, Kuku, bitte! Ja! Ja! Was hast du? Kuku! Let's go! Alter. Ich hab's gesehen, Alter. Ach. Oh, oh, muss ich einer? Bitte, bitte! Musiala! Ja! Ja! Lewandowski. Oh! Oh! Oh, shit! Das ist der höchste Spieler, den wir bisher gezogen haben. Lewa to the motherfucking Dovski, baby! Oh! Jetzt langsam wird... Ja! Oh mein Gott! Jaco wieder. Was laberst du? Nach Lewandowski direkt? Ein Walkout nehmen wir noch mit. Varan! Alter! 100k! Alter! Ey, das ist einer der krassesten, die wir bisher gezogen haben. Sag dir ehrlich, Bro, Müll-Icon, Walkout? Nee, nee! Dybala! Oh mein Gott! Messi wäre ehrlich verrückt gewesen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Hakimi noch! Wir haben jetzt nach 7 Stunden Packs öffnen, ein bisschen was gezogen, aber noch nichts allzu krasses. Und genau aus diesem Grund lasse ich jetzt meinen indischen Kollegen die SBCs machen. Die fortgeschrittenen SBCs. Mehrere 100k Packs bekommen. Also springen wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir die Packs haben. Let's go! Ben ist fertig! Oh mein Gott! Ben ist jetzt fertig mit den SBCs. Wir haben wirklich jede SBC, die sich lohnt, gemacht bekommen. Wir werden die jetzt öffnen nacheinander. Das sind 25 Packs, darunter
200k Packs, 350k Packs, 55k Packs, alles. Sehen wir, dass wir in diesen Packs ein Hero oder eine Icon ziehen. 19 krasse Packs. Komm schon, okay. Wir gehen rein, 25k Packs, ich bin bereit. 25k Pack, hier erwarte ich noch nichts. Hier will ich kein Glück. Ich will gleich bei den guten Packs bitte Glück haben. Enzo Fernandes. Okay, ich mache vor den 50k Packs die 55k Packs, weil clever. In den 55k Packs sind nicht so viele Spieler wie in dem 50k Set. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit geringer, einen krassen Spieler zu ziehen. Auch wenn das Pack mehr wert ist, sind hier halt Objekte und sowas drin. Deswegen öffne ich erst die 55k Packs. Aber die können auch schon gut sein, so ist es nicht. Bitte. Ich hab ihn. Warum ist er so schwarz? Warum ist er so. Man sieht ihn nicht. Aber also, weil da ist kein Licht. Warum ist das Licht aus? Oh mein Gott! Einer der krassesten Heroes. Einer der krassesten Heroes. Oh mein Gott, hast du den gezogen? Oh mein Gott. Wir haben die Challenge geschafft. Walla krass. Wir haben die Challenge geschafft. Ich schwöre, für den Spieler, wäre es jetzt ein Rui Costa geworden oder so, hätte man sagen können, Katastrophe. Aber es, Alter, meine beste Karte bisher. Und guck mal, wie viele Packs wir noch haben. Und ich brauche nicht mal mehr was. Ich brauche nicht mal mehr was, wirklich. Jetzt nochmal 200k Packs zum Abschluss. Wenn euch das Video gefallen hat, Jungs, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Digga, ich glaube, das war nicht mal ein Walkout. Katastrophe. Aber es ist mir wirklich egal. Es ist wirklich egal. Wenn ihr, wie gesagt, schreibt eine Challenge unten in die Kommentare. Das mit den meisten Likes machen wir als nächstes. Checkt auch Sammy ab. Digga, immer wenn Sammy dabei war, habe ich Glück gehabt. Auf Ernst. Krass, immer wenn du dabei warst. Ja. Glücksbringer. Ruben Diaz nochmal. Ich weiß gar nicht, dass er ein Rating hat. 89er Rating. Oha. Nach Abedi Pelé. W's in den Chat. W-Spam, Jungs. Ich muss auch nicht mehr irgendwie nachinvestieren oder so. Heftig.